Wir sind jetzt da im Holzknechtmuseum Ruppolding und wir werden gleich abgeholt. Die Leiterin vom Holzknechtmuseum, die Frau Dr. Ingeborg Schmidt, war ja schon bei uns im Menschen zu Gespräch zu Gast und hat uns schon viel darüber erzählt. Den Beitrag könnt ihr euch da noch einmal anschauen. Ingeborg, danke für die Einladung. Schön, dass wir kommen haben dürfen. Wie geht's dir heute so? Viel besser. Wir haben es jetzt eröffnet am Freitag und jetzt läuft die Sache. Und wie man am Parkplatz sieht, sie läuft ganz gut. Ja. Und schön, dass ihr jetzt da seid. Die Ingeborg hat uns zu einer Führung eingeladen. Wir werden uns das Holzknechtmuseum jetzt anschauen und wir werden Enk dazu natürlich mitnehmen. Der größte Umbau des Museums seit seiner Eröffnung im Jahr 1988 ist abgeschlossen. Modern, spannend und interaktiv präsentiert sich das neue Holzknechtmuseum mit einer 350 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche. Ingeborg führt uns auf eine multimediale und interaktive Zeitreise durch 400 Jahre Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Holzarbeiter im Wald. Nein, es ist einfach klärig, dass wir die Kombination aus Außengelände und Innen haben. Das Wasserrad auf dem Museum Freigelände ist ein Nachbau des Wasserrades der Saline Traunstein aus dem Jahr 1619. Ein Erlebnispfad führt zu den originalen Holzknechthütten und Häusern, in denen das Leben der Holzknechte im Wald und zu Hause erlebbar wird. Das heißt, in Langnitz, wenn die Feichten nass waren oder feucht waren, hat man die ganze Rinde als Hungermantel auch genommen. Die meisten Hütten auf dem Freigelände des Museums standen ursprünglich in den Wäldern der Umgebung. Sie dienten den Holzknechten als Wohn- und Schlafraum während ihren Arbeiten in den Wäldern. Ja, und das ist so eine einfache Hütte, das ist quasi ein ganz normaler Rundblockbau mit einem Querdach, das hat schon länger stehen können. Das haben wir eben mit ein paar Schälern gemacht. Und das ist also ein Beispiel für eine Winterbringung. Dass man im Winter hat man eben mit den Schlitten das Holz an, entweder Handschlitten oder Pferdeschlitten. Das heißt, da haben wir einen Stall für die Resser. Da haben sie schlafen können. Mit einem Ofen. Und vorn eben dann die Möglichkeit zum Kochen. Und wir haben jetzt bei jeder Hütte ein so kleines Thema vom Alltag im Wald rausgeholt. Und da geht es um die Medizin, weil natürlich. Ja, das ist so ein Beispiel für eine mobile Hütte. Also, wenn man sie für eine kurze Zeit einen bestimmten Schlag gehabt hat, da haben sie sich so Tafeln zurechtgezimmert, die sie mit den Systemen haben können zusammenhängen. Und dann wirklich wie am Bausatz auseinandernehmen und am nächsten Ort wieder aufbauen. Ja, und das ist jetzt quasi die noch handlichere Variante. Also da war jetzt die Feuerstelle. Das heißt, das hat mein Kind wie so ein Hütle. Du musst dir da noch ein zweites Brett vorstellen, umeinander tragen. Entweder wenn es zu heiß war oder zu regnerisch. Dann hat genau die Partie Mandel Platz gehabt. Jeder hat sein Brotzeitbrett gehabt. Und dann hat man da Kinderwerk. Innehalten und die Außen. Ja. Na, was für Ideen! Auf zwei Etagen werden Geschichten mit raumgroßen Illustrationen, Video- und Audiostationen und Tutorials erzählt. Verschiedene Arbeitsgeräte lassen die Ausstellungsbesucher den Forstalltag nachempfinden. An einigen Stationen können die Besucher aktiv werden. Dabei lernen sie unter anderem den Bergwald und seine ökologischen Aspekte sowie die historische Bedeutung der Holzknechte im südlichen Chiemgau kennen. Das damalige und heutige Arbeiten der Holzknechte wird so mit unterschiedlichster Technik und Gerätschaften begreifbar gemacht. Tiroler waren über lange Zeit im Chiemgau sehr gefragte Holzarbeiter. Sie brachten eine Innovation mit, die Tiroler Hobelzahnsäge, die ihr besseres und effizienteres Sägen ermöglichte. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Ingeborg. Möchtest du uns noch was zum Museum sagen, irgendwelche Öffnungszeiten? Gern. Also erstens, danke, dass ihr es die ganzen Kilometer aufgenommen habt.
Danke, dass du ihn angeschaut hast und hoffentlich gefällt es ganz vielen und kommt einfach gern her. Wir haben jetzt bis Ende Oktober einmal auf jeden Fall, vielleicht sogar im Winter, das müssen wir noch ausmachen, von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 5 Uhr offen. Und alles andere findet man auf der Website vom Holzknechtmuseum Ruhpolding. Was wir auf jeden Fall schon sagen können, es ist auf jeden Fall einen Ausflug wert. Schaut euch das an, es ist total interessant. Danke fürs Dabeisein. Vielen Dank. Ich freue mich auf euch.